Liebe Leute, hier ist Herr Dragner. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt auf dem Kanal. Wahrscheinlich nur noch angespielt, aber schauen wir mal zu I Am Future. Das Ganze ist ein Early Access Titel. Die Versionsnummer steht genau unter mir. Und zwar 034, also ein absoluter Early Access Titel, wenn ihr die Folge seht, gestern auf Steam erschienen. Ein Survival-Aufbau-Sandbox-Erkundungsspiel. Lassen wir es mal so stehen. Wir bauen, man sieht hier schon ein bisschen eine Base auf einem Hochhausdach auf. Ich bin mal gespannt, man wird irgendwelche Automaten auf automatisch stellen können und so weiter und so fort. Egal, wir klicken mal auf neues Spiel und gucken einfach mal, was uns erwartet. Genau, Spiel befindet sich im Early Access, also Bugs und so weiter und so fort. Willkommen. Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Lass meine Durm in Ruhe. Your new home. Huh? I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Okay, mein Wurm in der Hose ist da geblieben. Das ist schon mal gut. Den hat die Möwe nicht weggepickt. Also wir sind nach, dank dem dummen Vogel sind wir aus unserer Kryokapsel oder so weiter erwacht. Endlich habe ich mal ordentlich geschlafen. Heute ist ein guter Morgen. Aber wo bin ich und was zum Teufel ist hier passiert? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich kann ich mich an gar nichts erinnern. Nach einem Hyperschlaf kommt es so vor, kommt es oft zu Gedächtnislücken, aber wer vergisst seinen Namen? Das gibt's auch häufig genug. Ich habe wirklich lange in der Kapsel geschmort. Autsch, mein Kopf! Haben wir gestern Abend gefeiert? Wo sind all die Gäste hin? Sollte ich sie suchen? Hey, hier ist jemand am Leben. Okay, also mit WASD gehen wir. Mit linker Maustaste können wir auf dem Dach interagieren. Mit rechts können wir die Kamera drehen und mit Mausrad rein und raus zoomen. Okay. So, man sieht hier schon Storage und so. Bahne dir einen Weg hinaus. Hier haben wir schon Ausrufezeichen. Kybernetische Hand aufheben, okay. Aha. Zum Kabel nochmal. Jemand hat diese kybernetische Hand zu einem Rückenkratzer gemacht. Was für ein Sakrileg. Finde kybernetische Hand. Neue Aufgabe. Öffne den Koffer. Ah, es geht noch weiter. Hey, das ist ja genau die richtige Größe und passt farblich perfekt. Was will mir das sagen? Jemand hat sich an meinen Sachen zu schaffen gemacht. Okay, wir haben die kybernetische Hand zum Tragen großer Objekte und Sammeln von Ressourcen. Dieses veraltete Modell der Prothese ist auf Münzen einzubar. Was? Dieses veraltete Modell der Prothese ist auf Münzen ein Symbol für harte, aber gerechte Autorität. Der letzte Herrscher. Okay, passt irgendwie der Satz oder die Übersetzung nicht ganz. So, wir sollen den Koffer öffnen. Aussehen ändern. Aufheben. Ah, okay, da kann ich mein Aussehen ändern. Öffne den Koffer. Ich habe fast eine Glatze, noch nicht, bin noch nicht ganz so weit. Ich glaube, würde eher so rumlaufen. Und wahrscheinlich eher so. Und Absatzschuhe, die es nicht gibt. Na gut, machen wir so. Bestätigen. So, öffne den Koffer. Hand, Hand, Hand. Ja, okay, komm weiter. Quest, 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 Quest. Wir sollen das hier entfernen, ist mir klar. Aufgabe abgeschlossen. Öffne den Koffer. Und was soll man jetzt machen? Bahne dir einen Weg hinaus. Ja, okay, komm. Versteinerte Wurzel entfernen. Ja, mach. Achso, ich muss hingehen. Oh Gott. Okay, wir haben Biomasse plus 1 bekommen. Hier braucht man einen Hammer. Hier haben wir... Okay, ich merke schon. Neue Objekte erhalten. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Hier können wir irgendwas zerlegen. Blech aufheben. Okay, das schleppe ich jetzt. Charakterwerte. Gesundheit und Essen. Ja, logisch. Logisch. Hier mal ein bisschen Schrauben. Hier können wir was zerlegen.
Eisensäge benötigt. Hier können wir was aufheben. Plus 3 irgendwas. Also wir zerlegen es quasi. Ernten. Wächst. Was haben wir hier? Noch mehr Bücher für Papier. Okay. Aufgaben. Untersuche den Kühlschrank und finde etwas zu essen. Okay. Warte, hier. Aufheben. Biomasse. Aufheben Biomasse. Aufheben Papier. Okay, das Aufheben, der stört mich. Hier steht ja zum Beispiel zerlegen. Vorhin, aber warum steht dann hier nicht aufheben? Okay, das muss man zu... Hier haben wir noch was. Einfache Bohrmaschine. Okay, komm. Kühlschrank. Ich glaube, ich spinne. Ein Kühlschrank. Auf dem Dach. Ich weiß für dich, wer ich bin, aber jetzt weiß ich, dass ich ein Glückspilz bin. Lass mich rein, du blöde Tier. Ach, was soll's. Ich ersetze die Batterie einfach mit einer neuen und schon Sesam, öffne dich. Hey, ich kenne mich mit Geräten aus. In meinem letzten Leben muss ich ein Ingenieur gewesen sein. Okay. Finde die Batterie für den Kühlschrank. Was haben wir hier? Da liegt ein Zettel in der Asche. Mach ein Campfeuer. Okay, irgendjemand hat auf dem Dach gelebt und so weiter und so fort. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, wenn ich das Feuer entfache und dieses... Was? Irgendwas sicherheitshalber entferne. Ich war ein bisschen zu schnell. Okay, wir haben hier unten links ein Baumenü. Gucken wir mal. Baumodus öffnen. Kleiner Speicher. Campingfeuer. Dafür brauchen wir 2 Holzbretter, die wir nicht haben. Dann haben wir Campingfeuer. Okay. Pfeiler. Die Übersetzung ist noch nicht so ganz da. Ah, zerlegen. Okay, und jetzt können wir theoretisch bauen, ja? Bauen wir auch hier einfach hin. Okay, jetzt brauchen wir 2 Bretter. Na gut. Also Grafik gefällt mir schon mal. Grafik gefällt mir schon mal, ehrlich gesagt. Klicke auf Nahrung, um zu essen. Bären riechen so gut, sie sind bestimmt total süß. Etwas so Leckeres wächst nur an einem guten Ort. Naja, also ob ich das jetzt hier als guten Ort bezeichnen würde, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hier aber Bretter. Nee, doch nicht. Gib mir Bretter irgendwo. Da ist eine Kiste, vielleicht sind da Bretter drinnen oben. Also da ist die Batterie schon mal da. Okay. Dachtest du, du kannst dich von mir verstecken, Batterie? Gut, rumgelegen. Jetzt wird gearbeitet. Okay. Wir machen mal ganz schnell hier den Kühlschrank. Soll das wirklich mein Schicksal sein, dass ich bis in aller Ewigkeit mit leblosen Objekten spreche? Naja, manche finden es cool. Keine Menschen und so. Also, wenn man sich so manche Menschen anschaut, da würde ich lieber mit leblosen Objekten sprechen. Also schön, dann weckt wir dich mal auf und schauen, was drin steckt. Guten Morgen, Potzblitz, ich laufe wieder, Boss. Ach, der spricht mit mir. Aufgewacht bin ich und wenn ich Beine hätte, würde ich sogar für dich tanzen. Was, du kannst reden? Was genau bist du? Wer hätte das gedacht? Du hast wohl noch nie einen Kühlschrank gesehen, der reden kann. Nein. Ach, ich weiß, ich werde langsam verrückt vom vielen Alleinsein. Ich fange an zu halluzinieren. Nein, ich lebe wirklich. Eine böse Hexe hat dein Schloss verflucht. Genau, die Hexe hat all deine Diener in entsprechende Objekte verwandelt und dich in ein Monster. Veräppelst du mich gerade? So ist es, Boss. Ich heiße übrigens Earl. Schon als Kind habe ich gerne gekocht, also werde ich eine Küchenmaschine werden. Aber der Riesenkonzern Unicorp hat entschieden, dass ich mich besser als Getränkekühlschrank mache. Also warst du ein Mensch, wolltest aber von klein auf zu einem smarten Gerät werden. Klingt irgendwie extrem. Gar nicht, vernünftige Arbeit. Viele Leute würden nur zu gern mit mir tauschen. Die Angehörigen werden großzügig entschädigt, weißt du, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Wobei, es fällt mir ein, ich hatte gar keine Familie. Du überschreitest meine Vorstellungskraft. Vergiss die Festplatte nicht, Boss. Bist du neu hier? Ich habe immer spitzen Tipps auf Lager. Frag mich ruhig was. Ja, wer bin ich? Du kommst mir bekannt vor, Boss. Warst du mal Statist bei einer Kochshow? Ich kann mir Gesichter nicht gut merken. Rezepte sind viel einfacher. Leidest du an Gedächtnisdings, Amnesie? Oder heißt es Amnesie? Amensi? Also okay. Erinnerst du dich wenigstens an ein paar Wortwitze? Nein? Oh, wie langweilig. Der Fernseher war so etwas von geizig, wollte nicht mehr kostenlos Werbung zeigen. Hey Frank, was läuft im Fernsehen? Frank, sieh doch, jemand muss ihn gestohlen haben. Okay, komm. Es ist zwar nett, wenn es schöne kleine so Gespräche gibt mit ein paar Witzen drin, aber ich hasse es vorzulesen. Also, lassen wir das.
Okay, er hat zu viel übertrieben, Strom und so. Du kannst auf dem Dach des Speichers hinter mir schlafen. Die Baristas hinter dem Café, in dem ich mal gearbeitet habe, habe immer zwischen den Schichten dort ein Nickerchen abgehalten. Wenn du den Drang hast, über die neuesten Gerüchte zu reden, weißt du, wo du mich findest, Boss. Okay, jetzt gucken wir mal hier oben rein. Mach ein Campingfeuer, schlafe auf dem Liegestuhl. Hier, Reparatur beginnen. Leiter zum Dach. Ich sollte ein paar Bohlen finden und die reparieren. Hier in der Nähe ist überall Holz. Ich muss eine Säge finden, um Holz zu Bohlen zu verarbeiten. Okay, wir brauchen eine Säge. Ah, haben wir schon. Zerlegen, 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 zerlegen. Nimm, 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 nimm. Was haben wir hier? Hier sind Pilze. Prüfen. Was ist das Ding da drüben? Bei dem Riss militärische Komplextechnologie? Na, militärische Technologie oder eine sehr komplexe Wachstumsanlage oder irgendwas? Scheint auf jeden Fall kaputt zu sein. Müssen wir reparieren. Aufheben. Aufheben. Okay, da gehen wir nicht hin. Was zum Teufel ist denn das hässliches Ding? Wenn die Blüten so aussehen, will ich mich gar nicht, will ich mir gar nicht drin vorstellen. Was da für Beeren dran wachsen? Ich sollte mich lieber davon fernhalten. Okay. Okay, hier wird es wohl nicht sein. Pilze sind wirklich lecker. Ja, sollten sie... Oh, wir können... Okay, wir können es nicht... Okay, ich hoffe jetzt mal, jetzt habe ich überhaupt noch Platz für die Säge. Hier ist was. Hier ist was. Okay. Wir müssen hier durch. Wir müssen hier durch. Lasst mich durch. Was ist das hier hinten? So, was war das? Ah, die Säge. Okay, so gut wie neu. Schnell, scharf und überragend. Los, mein Schatz, zeig mir, was du kannst. Rostige Säge zum Zersägen von Bohlen und Bäumen wird auf Freya, dem zweiten Erdsatelliten, für friedliche und militärische Zwecke benutzt. Als es ihnen an Waffen mangelte, nutzten Ingenieure des Unternehmens die Säge im Kampf gegen Weltraumpiraten. Ah, ja. Okay, die haben wir jetzt einfach ausgerüstet. Das passt ja. Noch eine leere Kryokapsel. Ob noch jemand auf dem Dach lebt? Ich hoffe, er hat noch sein Gedächtnis und ist noch bei Verstand. Nicht so wie ich. Ah, okay. Jetzt kommen so Minispiechen hier dran. Eieieiei. Naja, was heißt Spiechen? Was heißt Spiechen? Okay, jetzt haben wir Bohlen. Ich esse das jetzt hier mal. Ach doch, das Holz hier, das sind Bretter. Naja gut, ich habe etwas Holz auf einem Haufen geworfen und ein tolles Campingfeuer gemacht. Wenn ich hungrig werde, bereite ich einfach etwas über dem Feuer zu. So, was können wir denn kochen? Biomasse, Salatblatt, bunte Blume. Ich hätte Pilze. Okay, wir könnten auch hier einfach sowas reinschneiden. Reinlegen und einfach mal kochen. Lernen. Gebackene Pilze. Okay. Wo ist jetzt der gebackene Pilz? Speicher. Gebackene Pilze. Bohlen benötigt. Ja, okay. Komm. Das kriegen wir. Hier. Rein da mit dem Bohlen. Und jetzt kann ich kochen. Cool, jetzt habe ich ein paar Pilze. Und die haue ich mir jetzt rein. Und habe irgendwie keine Nahrung dazu bekommen. Schlaf auf dem Liegestuhl. Auf welchen? Prüfen. Jemand hat einen Kontrollpunkt aufgestellt, um einen Teil vom Dach zu blockieren. Was sich da drüben wohl verbirgt? Einfache Bohrmaschine.
Ernten, ernten. Diese Blumen duften wunderbar. Ja, ja. Hier haben wir noch mal ein paar Pilze. Holen sägen. Halt. Weil wir brauchen ja da hinten noch was. Ah, hier oben ist der Liegestuhl, okay. Aber wir brauchen 3 Stück hier. 3. Na gut, wenn der meint. Einmal hier noch. Und einmal noch hier. Da haben wir dann Storage, ein Lager. Prüfen. Hallo, ich bin Ekomar, ein Roboter für die Wiederverwertung von Ressourcen. Bitte lege überschüssiges Essen ins Eingabefach, um ein Produkt zu erhalten. Einfacher Hammer kaufen, ah, okay. Gut. So, was kann man jetzt hier noch machen? Speicher. Trinkflasche. Kann ich gerade nicht nehmen. Reden. Er war der größte TV-Koch aller Zeiten. Er wollte schon immer schon Leben einhalten. Okay, hast du einen Nachtpilz gefunden? Den können wir kochen. Und natürlich weiß, dass Nachtpilze höchst giftig sind. Aber ich habe von meinem alten Boss oft zugeschaut, wie er gebackene Pilze zubereitet hat. Okay, das war quasi der erste Tipp, dass man... Wusste er schon? Meine Türen schlackern vor Freude. Okay, der Typ ist geil. Auch wenn ich keinen Bock habe, das alles zu lesen. Weißt du, was den einfachen Koch vom Genie unterscheidet? Einfache Köche folgen dem Rezept genau. Genies erfinden einfach weitere. Ja, okay. Wir können einfach weitere erfinden. Heidelbeermarmelade. Wenn wir gerade nichts zu tun haben, sollen wir Heidelbeermarmelade erfinden. Okay. Komm, wir gehen mal hier rein. Wir... Vielleicht habe ich deswegen... Jetzt habe ich was gegessen. So, die Blumen hier brauchen wir auch. Okay. Und dann würde ich ehrlich gesagt gerne direkt eine Kiste bauen. Ich glaube, eine Kiste. Ah, wir haben eine Marmelade hier bekommen. Das war's. Ja, hau rein. Hau rein. So, ich würde gleich gerne bitte eine Kiste bauen. Da brauchen wir jetzt ein Blatt und zweimal Blech. Blatt, Holz natürlich. Holz natürlich. So, ein Blech. Wir bräuchten noch ein zweites Blech. Sag mal, was rede ich denn heute? So, hier sieht man es ein bisschen besser. Ein Blech bräuchte man noch. Ein Blech bräuchte man noch. Jetzt gehen wir mal schnell hier rauf. So, da haben wir... Wie schön es hier ist und die Luft ist so rein. Dabei haben die Leute mir gesagt, in Großstädten bekommt man keine Luft. Hm. Wer sind die Leute? Obwohl ich jahrelang geschlafen habe, wäre ich nicht abgeneigt, ein kleines Nickerchen zu halten. Bisschen Blatt. Was haben wir hier noch? Neues Objekt erhalten. Ah ja, okay. Aufzug benutzen. Ah, okay, hier außen. Sonst ist hier wohl nichts. Okay, hier können wir noch jede Menge zersägen. Okay, komm, wir schlafen erstmal eine Runde. Wir schlafen erstmal. Nicht schlafen, gell? Na toll, jetzt ist ja Nacht. Und ich höre komische Geräusche. Hm, wie früh ist es? Hat mich gerade jemand geweckt? Ich dachte, jemand hat gerufen. Ja, wir hören eindeutig was. Hilf Earl. Ah! Komm hier. Neues Objekt erhalten. Okay, schauen wir mal. Was willst du denn, Earl? Verschwinde, du Energieparasit. Ach, der an der Seite. Nein, nicht du. Ich rede mit diesem Egel. Du entziehst mir noch Lebensenergie. So, entfernen wir. Puh, du hast mir wieder geholfen, Boss. Ja, hab ich gern gemacht. Elektrositen haben Angst vor Sonnenlicht. Tagsüber schlafen sie im Gebäude und nachts kommen sie raus, um uns auszusaugen.
Noch können wir uns nicht ausruhen. Geh an die Stelle drüben, die ich ganz doll anstarre. Entferne das Ungeziefer, bevor es sich über das ganze Dach ausbreitet. Ach, da hinten wahrscheinlich. Au! Autsch, es brennt. Ich muss einen Weg finden, dass... Okay. Was hängt da in den Ästen? Sieht wie ein Behälter aus. Das Inventar ist voll. Ja, ich würde ja gerne... Warte. Hier. Kochen. Wir tun die Heidelbeeren da schon mal rein. Die brauchen wir sicher für irgendwas. So, anlegen. Klicke, um einen Gegenstand über den Schnellzugriff in die Hand zu nehmen. Du kannst einen Gegenstand auch mit Hilfe, ja, genau. Auf der Etikette steht, dieses Spray ist ein effizientes Mittel gegen den Befall, das schnell und sicher wirkt. Hinweis, nicht in die Augen sprühen. Ich wette, so ein Spray könnte ich an meiner Werkbank hier auch herstellen, wenn ich eine Werkbank hätte. Tum auf die 1, werden wir schon was auswählen können. Und dann... So, verschwindet das blaue Zeug jetzt? Ja. Okay. Aufheben. Biomasse. Okay, das kann ich jetzt nicht aufheben. Ja, ich brauche irgendwo hier noch ein Blech. Ich bräuchte irgendwoher noch ein Blech. Das wäre nicht schlecht. Ja, es liegt jetzt hier alles rum. Ich brauche Blech. Hier ist noch mehr von dem Zeug. Hier ist ein Blech. Da ist ein Blech. Ja, das Monster da oben mache ich gleich. So. Alles... Fertig. Das Zeug wächst wie verrückt. Okay, wirklich seltsam, wie schnell die Pflanzen der Stadt für sich erobert haben. Ja. So, Kiste ist fertig. Speicher. Ressourcen transportieren. Mit der rechten Maus kannst du von einem Gegenstand schnell rüberschieben. Doppelklicke, okay. Zack, 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 zack. Zack, zack. Biomasse. Sporen. So, aufheben. Aufheben. Kann man irgendwie spurten? Nein. Spurten kann ich irgendwie nicht. Ich habe mir ein Pflänzchen geholt. Yippie! Aufheben. Aufheben. Da ist Salat. Aufheben. Aber du Salat kommst. Kommst genau richtig. Der perfekte Snack. Ich kann nicht schaden, ihn zu probieren, oder? Nö, schaden kann es nicht, aber... Oh. Wir haben noch mehr Salat, also noch mehr Samen gefunden. Geil. Hat er gerade Samen gesagt? Ja, habe ich. Ich nehme mal die Biomasse da einmal raus. Die tun wir hier so hin. Ja, Biomasse brauchen wir ja auch hier. Ich habe Hunger. Dann hauen wir uns jetzt hier mal so einen Salat rein. Nom 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 nom. Okay, ja, sonst können wir aber nichts bauen, gell? Doch, eine Werkbank können wir jetzt bauen. Ja, geil. Bauen wir eine Werkbank. Die setzen wir hier so hin. Okay, ah, das muss... Okay, ne, dann bleiben wir erstmal hier. Komm, wir bleiben erstmal hier. So. Vier Plastik und schon wieder ein Blech. So, das hätten wir. Das hätten wir. Jetzt brauchen wir schon wieder so ein komisches Plastik irgendwo. Ja, so ein Blech. Einfacher Hammer. Wächst. Kommen wir nicht ran. Zerlegen. Da hinten haben wir was. Da hinten ist was. Geht das mit dem Holz? Naja, weiß ich noch nicht so ganz. Weiß ich noch nicht so ganz. Kann man jetzt die Pflanze hier vielleicht auch vergasen?
Nee. Schade, da hinten wäre eine Kiste. Hammer. Haben wir einen Stuhl zum Zerlegen? Ja, aber das können wir auch zerlegen. Aber dann kommen wir halt trotzdem nicht weiter. Brauchen wir erst einen einfachen Hammer. Achso, jetzt kommen wir hier in die Tür rein. Kommen wir einfach so hier in die Tür rein. Sollen wir hier? Neues Objekt erhalten. Und was mache ich jetzt mit den Objekten hier? Ja, ich kann ja noch mehr hier, noch mehr. Aufheben. Jemand hat hier einen schicken kleinen Rucksack zurückgelassen und er hat sogar ein Sprachmodul. Oh nein. Klicke auf das Rucksack-Symbol hier vorne. Neben dem Schnellzugriff oder wähle einen Kurzbefehl, um dein Inventar zu öffnen. Mehr Platz im Inventar. Plus minus Schaltfläche verbesserst. Okay, jetzt können wir den hier öffnen. Okay. So, dann zerlegen wir das. Auch immer noch ein Blech, Leute. Gebt mir Blech. Gebt mir Blech. Ah, da ist ein Eimer. Oh, Moment. Weg mit dir. Stirb. Gezücht. So. Weg mit dem Gezücht hier. Ernten. Was haben wir hier? Plastik. Noch mehr Plastik. Und viele Maschinen. Viele Maschinen. Aber irgendwie fehlt das weitere Blech. So, jetzt haben wir hier einen Eimer. Okay, es gibt zwei Wege, um Wasser zu schöpfen. Mit einem Eimer oder mit einer leeren Flasche. Nimm den Eimer in die Hand, um ihn zu benutzen. Okay, da muss man dann hier wahrscheinlich runterfahren. Will ich aber gerade nicht. Hier ist ein Blech. Komm, hier ist ein Blech. Bauen wir erstmal die Werkbank. Ach, der Rucksack fliegt mir hinterher. Okay. Baue eine Werkbank. Erkunde den offenen Bereich. Dann erkunden wir einfach mal. Also Holz haben wir schon mal mehr als genügend. Ah, hier hinten geht's weiter. Reparatur beginnt. Einige Elemente des Schaltkastens sind durchgeschmort. Wie soll ich jetzt an das Schloss aufbekommen? Selbst wenn ich es schaffen würde, mit der Werkbank einen Trafo zu bauen, müsste ich immer noch in den ganzen Geräten nach Mikrochips suchen. Okay. Ich brauche, ja, hier so ein Mikrochip und zwei Trafos. Mhm. Zerlegen, aufheben. Oh, was passiert denn jetzt? Ausgewähltes Entfernen, halten und drehen. Ah. Oh, was sind das für Minispielchen? Das finde ich ja witzig. Okay, wir drehen alle Schrauben aus. Jetzt können wir den Deckel unten aufmachen. Ah, hier ist eine Schraube. Unten ist noch eine Schraube. Moment. Hier ist noch eine Schraube. Kriegen wir jetzt hier einen Chip? Oh, wir haben einen Chip bekommen. Geil. Können wir das hier entfernen? Das hier? Was können wir noch entfernen? Den Deckel hier. Nee. Ah. Alles nehmen. Hä, das ist ja witzig. Aufheben. Was haben wir hier? Gartenbeet. Aber mein Inventar ist voll. Okay. Tschüss. Tschüss. Was haben wir hier?
Lege den Gartenbeet an und repariere den durchgeschmorten Sicherungskasten. Ich drücke mal Escape wegen dem Ding da oben. Okay, nächste Runde Gartenbeete. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Leute, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich sag's vorsichtshalber gleich mal. Es war jetzt die erste Folge. Da habe ich normale Folgenlänge gemacht. Ich befinde mich aber schon quasi im Urlaubsmodus. Ich fahre heute, also wenn ihr das seht, bin ich in 2 Tagen schon im Urlaub. Das heißt, ich muss ein bisschen vorproduzieren. Die Folgen werden ein bisschen kürzer sein. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, wie viele Folgen das sind. Hilft mir mal sehr, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, wie viel oder ob ihr mehr sehen wollt oder weniger. Ansonsten lasst ein Abo da und so. Ihr kennt die typischen Spielchen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.